Ja, lieber Christoph, jetzt ist also die letzte Vorlesung gekommen, aber diese Vorlesung wird also eine Mitlesung sein, denn es werden viele mitwirken. Und gerade haben wir von Isöld Hohlmann-Horn und Michel Heggi Flöte ein Stück gehört von Marcel Boucard, Suite Champêtre pour Flûte et Corne. Wir haben ein buntes Programm hier Ihnen zu präsentieren und freuen uns außerordentlich, wir, das Seminar für griechische und lateinische Philologie der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Aber ich rede jetzt nicht mehr weiter, sondern gebe gleich unserer Dekanin das Wort. Ja, lieber Christoph, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Freunde und Bekannte von Christoph, sehr geehrte Damen und Herren, und einschließen in meine Begrüßung möchte ich dabei auch die bedeutenden Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft und auch aus unserem Universitätsrat und der Universitätsleitung, die uns heute bei diesem Anlass beehren und deren Wege sich in verschiedener Weise mit den Wegen von Christoph gekreuzt haben. Darauf wird er selbst in seiner Ansprache noch näher eingehen und Sie in diesem Sinne dann auch noch speziell einmal begrüßen. Mein Name ist Katja Michailowa und wie eben schon gesagt wurde, bin ich Dekanin der Philosophischen Fakultät. Und ich habe nun die Ehre, zu Beginn dieser Veranstaltung ein paar Worte an Sie richten zu dürfen. Wir feiern heute den Abschied von Christoph Rietweg. Oder nein, eigentlich nicht. Und das würden wir wohl auch ungern feiern. Wir feiern vielmehr die etwa 35 Jahre seines engagierten Wirkens an der Universität Zürich.
davon beeindruckende 27 Jahre als Ordinarius für klassische Philologie mit Schwerpunkt Gräzistik, neben verschiedenen internationalen wissenschaftlichen Tätigkeiten, von denen ich hier nur die Direktion des Instituto Svizzera di Roma von 2005 bis 2013 hervorheben möchte. Was ihn aus meiner Sicht prägt und vermutlich immer geprägt hat, ist die Begeisterung für sein Fach und auch für die Aktualität seines Fachs für Politik und Gesellschaft heute. Diesen Zusammenhang versteht er wie kein anderer darzulegen und zu vermitteln. Dabei geht es von der Einordnung der heutigen Autokratisierungstendenzen über Fragen des Populismus bis hin zu einem Verständnis des menschlichen Verhaltens ganz allgemein. Kennzeichnend dafür sind die Aktivitäten des von Christoph stark geprägten Zentrums Altertumswissenschaften Zürich, das ZAZ, was sicher hier sehr viele kennen und schätzen gelernt haben, insbesondere auch die ZAZ-Ringvorlesungen zu eben solchen aktuellen Themen. Dabei war und ist Christoph gleichzeitig immer daran gelegen, Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen in fruchtbarer Weise miteinander ins Gespräch zu bringen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gerade an einer forschungsstarken Universität wie der Universität Zürich, die den dort Schaffenden viele Möglichkeiten eröffnet, haben wir alle eine große Verantwortung, die dort entstehenden Erkenntnisse in die Gesellschaft zu tragen und das Wissen, einschließlich der Kunst, die richtigen kritischen Fragen zu stellen, möglichst für die Gemeinschaft nutzbar zu machen. Auch dieser Verantwortung hat sich Christoph immer gestellt. Christoph ist daher nicht nur ein herausragender Wissenschaftler mit internationalem Renommee, sondern Kolleginnen bezeichnen ihn auch als wahres Zoon Politikon, also als ein politisches Geschöpf im Sinne des Aristoteles. Auch wenn Christoph uns in der von ihm selbst gehaltenen ZAZ-Ringvorlesung im März dieses Jahres erläutert hat, wie skeptisch Platon sich gezeigt hat, ob Menschen überhaupt imstande sind, dauerhaft das Gute für die Gemeinschaft zu erkennen und überhaupt nur wirklich zu wollen, so scheint er, also Christoph, nicht Platon, genau dies gesucht zu haben. Er steht dabei in einer Reihe mit anderen berühmten Gräzisten an unserer Universität und auch schon an deren Vorläuferinstitutionen. In der Tat beschreibt die Festschrift zur Jahrhundertfeier der Universität Zürich im Jahr 1933, welche Rolle griechischen Philologen bereits zu Zeiten Zwinglis zugekommen ist. So wurden an Zwinglis 1525 neu geschaffener Schule zur Verbreitung der Kenntnis der Bibel und ihrer richtigen Auslegung, also gewissermaßen der Urzelle der Universität Zürich, Bibellesungen nicht nur auf Latein und Hebräisch, sondern auch auf Griechisch vorgenommen, um die Texte jeweils kritisch zu vergleichen und daraus eine möglichst treffende deutschsprachige Übersetzung abzuleiten. Die an dieser Aufgabe beteiligten Personen umfassten teils bedeutende Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Jakobus Zepporin, der unter anderem schon im Alter von 22 Jahren eine griechische Grammatik herausgab. Die in diesem Rahmen gehaltenen sogenannten öffentlichen Vorlesungen hatten im Übrigen gemäß der Festschrift weniger den Stil von Vorlesungen als denjenigen eines, ich zitiere, Arbeitskreises zur gegenseitigen Belehrung. Und dann ist natürlich auch die Gründung der Universität Zürich selbst untrennbar mit dem Namen eines Gräzisten verbunden. Ich spreche, wie einige hier im Raum sicher ahnen werden, von Johann Caspar von Orelli, der sich mit seinem Weitblick, seiner gestalterischen Fähigkeit und seinem politischen Talent die politische Öffnung im Kanton Zürich infolge des Ostertags am 22. November 1830 zunutze machte und, so kann man das wohl sagen, das ganze Zürcher Bildungssystem revolutionierte. Unter anderem hat er damit eben zur Gründung unserer Hochschule im Jahr 1833 entscheidend beigetragen. Mit dem Ziel, ich zitiere wiederum aus der Festschrift, diese Hochschule solle eine freie Burg der Wissenschaft sein,
wo Geister ungehemmt sich betätigen, während sie anderswo gefesselt blieben. Und ich denke auch, Christoph hat sich mit all seinem Wissen und mit seinem kritischen Denken stets eingebracht an unserer Universität und darüber hinaus und das Ideal des freien wissenschaftlichen Denkens und der gemeinsamen Entwicklung von gesellschaftlich relevanten Erkenntnissen war ihm und ist ihm wichtig. Zudem gelang es ihm, Generationen von Studierenden und Doktorierenden für das wissenschaftliche Arbeiten zu begeistern. Das hat ihm, wie auch viele ja hier wissen, dieses Jahr auch den Lehrpreis der Universität Zürich, also den Credit Suisse Award for Best Teaching, eingebracht. In dem in diesem Kontext aufgenommenen Film betont er, dass guter Unterricht auch für ihn immer ein Geben und Nehmen sei, also ganz im Sinne des in der Festschrift genannten Vorlesungen als Arbeitskreis zur gegenseitigen Belehrung. Auch für die Studierenden ist es natürlich vermutlich auch der stets vorhandene Gegenwartsbezug, der das Altertum so spannend macht. Und vielleicht ist es auch Christophs Fähigkeit, selbst Kritik wie motivierendes Lob zu formulieren. Und im Übrigen auch generell an Lob nicht zu sparen. Ich denke, das Idealbild, das Christoph von der Universität und Wissenschaft hat, hat er auch selbst äußerst erfolgreich verkörpert. Als herausragender Forscher und Lehrer, bemüht um ein fruchtbares Miteinander über Fachgrenzen und Institutsgrenzen hinweg und als kritischer Geist in einer sich ständig wandelnden Hochschule und Gesellschaft. Wie eingangs bereits gesagt, wäre es somit ein reichlich trauriger Anlass, wenn dies nun wirklich eine Abschiedsveranstaltung wäre. Aber glücklicherweise bleibt Christoph der Universität Zürich und auch unserer Fakultät ja auch über seine Pensionierung hinaus in den nächsten Jahren mit einem etwas kleineren Pensum noch erhalten. In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Christoph, weiterhin all deine große positive Energie und Schaffenskraft und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Es ist schon komisch, den Kollegen wie einen Gastvortragenden einzuführen. Insofern mache ich auch dieses ganz kurz. Christoph Wertweg wird jetzt zu uns sprechen mit einem Thema aus dem Leben eines Zufallskräzisten. Die Germanisten mögen einige Anspielungen erkennen. Oder über die ungebrochene Aktualität des antiken Denkens, auf das ja auch gerade die Dekanin wieder hingewiesen hat. Und Christoph, ich darf dir gleich damit das Wort geben. Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen und natürlich ganz besonders herzlich meine liebe Dekanin, liebe Katja, für diese so feinfühligen und liebenswürdigen Ausführungen. Also mich hat das wirklich bewegt, sono commosso, hätte ich in Italien gesagt, über diese Worte. Ich würde auch sagen, einiges hast du vorweggenommen von dem, was ich jetzt gerne als Zufallskräzist hier auch sagen möchte. Aber dann kann ich mich ja kürzer halten, was vielleicht auch einige schätzen. So. Jedenfalls und dir, Uli, auch ganz herzlichen Dank, dass du als einer meiner beiden Kollegen proximä so liebenswürdig durch den Abend führst. Das Ausscheiden aus dem offiziellen Berufsleben nach, also ich habe gerechnet 26 Jahren, sind es jetzt 27 oder 26? 26 Jahren, sage ich es mal, an der UZH ist fraglos eine markante Veränderung, es ist ein Einschnitt. Und deswegen welche Freude, diesen Übergang in einem so wunderbaren Kreis begehen zu dürfen. Es sind so viele Menschen hier, denen ich im Laufe meines Lebens irgendwo und irgendwie begegnen konnte. Angefangen von Familie und Kindheit in Rot, über Gymnasium in Einsiedl und auch von dort sind verschiedene Kolleginnen und Kollegen hier. Die Studienzeit in Zürich, viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammen studieren durfte, sehe ich auch hier wieder.
die 3 Jahre im Goldischen Mainz, die Rückkehr an die Universität Zürich, die einzigartigen 8 Jahre auf dem römischen Außenposten. Und hier begrüße ich natürlich ganz besonders herzlich meinen Presidente Preferito Charles Kleber und auch seinen Mitarbeiter Mauro Moruzzi, den ich noch nicht gesehen habe. Er hatte sich eben hier auch herzlich willkommen. Dann außerdem auch Urs Staub, der vom Bundesamt für Kultur dafür zuständig war. Ferner auch Pius Knüssel, der Leiter der Pro Helvetia, und schließlich auch noch die Botschaft vertreten hier damals, Ruth Theus Baldassare. Und nicht zu vergessen auch meine langjährige Zürcher Chefin Regine Appli, die ich schließlich auch in Rom kennenlernen durfte und mit der mich seither eine schöne Freundschaft wirklich auch verbindet. Das von Massimo Rocchi natürlich ganz zu schweigen, den wir heute Abend noch erleben werden. Auch ihn durfte ich in Rom kennenlernen und ich hatte das Privileg, dass er bereits an meiner dortigen Verabschiedung auch mitgewirkt hat. Insofern sind das wieder sozusagen Ringkompositionen und eben das sind die Stufen und Stationen bis in die unmittelbare Gegenwart hinein. Und da begrüße ich natürlich auch besonders herzlich meine Altrektoren, sozusagen Hans Weder und den Michael Hengartner mit seiner Frau auch. Auch ferner hatte sich auch die Direktorin jetzt Brigitte Beck-Schimmer von der UMZH angekündigt. Ich habe noch nicht gesehen, sind verschiedene Dekaninnen und Dekanen und auch Altdekane hier, Fakultätskolleginnen und Kollegen. Und ich meine, das ist eben ein enormes Privileg, auch in einer solchen Fakultät mit so vielen hochinteressanten Kolleginnen und Kollegen zusammenwirken zu dürfen. Außerdem zahlreiche Kollegen, Amici et Amike aus anderen Schweizer Universitäten. Ich kann jetzt hier nicht alle aufzählen. Und auch aus dem Ausland, tatsächlich auch aus Oxford, Cambridge, Mailand, Berlin, Trier, Göttingen, Freiburg, Bonn. Ich werde nachher an verschiedenen Stationen noch ein paar Namen nennen. Weitere Freundinnen und Freunde, darunter auch als ein neuer Lebenskreis der letzten Jahre, einige befreundete Eltern von Kindern, die mit unseren beiden Jungs, Isaac und Noe, zusammen zur Schule gehen und mit denen uns eben auch sehr gut verstehen inzwischen. Also es ist, ich kann es nicht anders sagen, eine regelrechte Wohltat für mich, dass ihr alle hier seid und zum Teil weite Wege dafür auf euch genommen habt, hier mich zu begleiten bei diesem eben nicht einfachen Übergang. Aber so ist es nicht schwer. Wenn sich Kreise schließen, schweift der Blick natürlich zurück. Der akademische Übergang wird traditionellerweise in Form einer Abschiedsvorlesung begangen. Und tatsächlich hatte ich das schon im Blick, als ich dann das Thema weit voraus, wie üblich, für diese letzte Vorlesung ausgesucht hatte, philosophische Polemik gegen das Frühchristentum. Eine Thematik, die mir schon sehr lange eben auch tatsächlich am Herzen liegt. Doch am Ende schien mir eine Gosserie, eine Plauderei über Zufälle des Lebens, über prägende Erfahrungen, über die stets neue Bereicherung, die mir persönlich die mehr als 40-jährige Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Facetten der griechisch-römischen Antike geschenkt hat, im Grunde doch viel passender. Als demnächst 65-jähriger und tatsächlich immer politisch interessierter Zeitgenosse hat man ja inzwischen eine erhebliche Spanne von Geschichte selber erlebt. Und dabei hat sich mir die Antike in ganz unterschiedlicher Form als je neu immer wieder gezeigt. Und das möchte ich im Folgenden etwas beleuchten aus individueller Perspektive. Was hat dieser Gegenstand, für den ich eben das Privileg hatte, mit anderen Kollegen und Kolleginnen zusammen hier in Zürich zu wirken, sozusagen im Laufe dieser Zeit mit mir selber angestellt? Also wie habe ich mich selber verändert? Wie hat sich mein Blick auf die Antike verändert? Was hat sie mit mir gemacht? Und ich hoffe, dass das eben über das Persönliche hinaus aufschlussreich ist für das ungebrochene Anregungspotenzial für Griechisch und Latein, das mich persönlich tatsächlich jeden Tag von Neuem begeistert, bis heute. Also es ist genauso, wie du das geschildert hast. Ich finde das unglaublich toll. Zu den persönlichen Kontingenzen gehört, dass ich zum Griechisch wirklich rein zufällig gekommen bin. Ich bin als junger Gymnasiast aus einem 3000-Seelendorf bei Luzern, aus dem auch Jakob Tanner stammt im Übrigen. Also wir hatten in der Fakultät 2 Vertreter von Rot bei Luzern während vielen Jahren.
Also, und auch ein Jugendfreund von mir ist auch hier im Publikum neben meiner Schwester und ihrem Mann zusätzlich. Eben, also ich bin aus diesem 3000 Zehlendorf beim Eintritt ins Benediktinergymnasium in Einsiedeln noch ganz, ganz anders gepolt gewesen. Ich wollte viel lieber modern sein, die Hitparade mit Oh Happy Day oder Oh Honky Tonk Women hören machte definitiv mehr Spaß als Klavier üben und ich war mir ganz sicher, dass ich Typus B wählen würde. Das war damals die moderne Option eben mit Englisch als Schwerpunkt. Aber dann hatte ich so mein erstes sokratisches Moment in dieser Phase, in der Begegnung mit einem Hindemith-Schüler, dem Pater Daniel Meyer in Einsiedeln, der wirklich eine prägende Figur für mich geworden ist und der dann so überzeugend von den Proportionen des Parthenon, vom Klang der griechischen Sprache mir vorgeschwärmt hat, als man den Typus wählen musste, da konnte ich gar nicht mehr anders als wirklich griechisch wählen dafür. Und ich bereue es bis heute nicht, wie Sie sich vorstellen können. Das war überhaupt ein Mensch mit wirklich sehr reichen Perspektiven. Es hat ihn der harmonikale Pythagoreismus wirklich auch persönlich überzeugt. Der Gedanke, dass alles nach den Proportionen der Obertonreihen strukturiert ist, der ganze Kosmos, das Wachsen der Kristalle und so weiter, das hat er alles einem gezeigt. Die Musik natürlich, Bach, Gregorianik, Literatur und Kunst allgemein. Und ich würde sagen, meine Freude eben hinter diesen Dingen, die einem wichtig sind, die einem umtreiben, irgendwie nach tieferen Quellen zu suchen und irgendwie eben verschüttete Wurzeln, die einem nicht bewusst sind oder die mir eben unbekannt waren. Und jeder von uns muss ja Amerika wieder neu für sich entdecken. Also danach zu suchen und interessante Bezüge herzustellen, das geht wirklich auf diese frühe Zeit zurück. Das habe ich dort gelernt. Und dann in Zürich natürlich bekam dieser Impuls nicht zuletzt durch Walter Burkert neue Nahrung. Ich meine, das ist ein Jahrhundertgelehrter, den wir hier in Zürich hatten, der mich sofort, wie die meisten von uns, eben wirklich in seinen Bann gezogen hat, mit diesen atemberaubenden Längsperspektiven eben bis zurück zu Jägern und Sammlern und darüber hinaus zu den Pavianen und Schimpansen. Also da hat man immer alles gesehen und von den Pavianen und Schimpansen dann gleich wieder in die Gegenwart hinein. Also das war durchaus auch schon dieser Impuls, der mich auch immer umgetrieben hat, also das nicht nur antiquarisch zu betreiben, sondern wirklich eben immer wieder im Hinblick darauf, was kann uns das heute sagen. Das sind weite anthropologische Perspektiven, die gleichzeitig bei ihm immer grundsolide philologisch abgestützt waren. Das hat es so ausgemacht und eben viele im Publikum wissen, wovon ich spreche. Seit Beginn des Studiums hatte ich dann immer auch das Gespräch durchaus mit anderen Fächern, also mit Studierenden in der Mensa und so immer gesucht und auch gerne gefunden, nicht zuletzt eben Historikerinnen, Historiker, Romanistinnen auch. Und letztere liefen damals alle mit den Figure 3 von Genet unter dem Arm herum. Also das kannst du bestätigen, Andrea. Also alle hatten die Figure 3, das war bei uns kein Thema im philologischen Studium. Ich war immer leicht irritiert. Was ist mit diesen Figure 3 los eigentlich, dass das so wichtig ist? Und sie haben uns dann, diese RomanistInnen, auch meistens ein bisschen abgetan als Realos und PositivistInnen und so weiter. Also ich kann mich an viele solche Gespräche erinnern. Sie dachten eigentlich, dass wir von der geistigen Welt, die wirklich wesentlich keine Ahnung hätten, als Philologen und Philologen. Das blieb ein bisschen ein Stachel bei mir. Und als ich dann meine erste Professur in Mainz hatte, habe ich da frei nach der Maxime, davon verstehe ich nichts, darüber muss ich eine Vorlesung halten, relativ bald eine Vorlesung in Mainz über frühgriechische Lyrik und moderne Literaturtheorien gewagt. Und damit war dann wirklich auch ein Thema gegeben, das mich jahrelang umgetrieben hat, das damals, würde ich meinen, eben generell in der intellektuellen Debatte wirklich einfach entscheidend war. Zugleich hatte ich da auch von Anfang an schon ein bisschen das Bewusstsein oder das Gefühl, dass manches überzeichnet wird. Das ist vielleicht auch unausweichlich, wenn eben neue Theorien aufkommen, braucht es vielleicht auch manchmal den Pendelausschlag, damit sie überhaupt irgendwie zu wirken beginnen, führt zu Übersteigen. Also ein Beispiel, zum Beispiel La Mort de l'Auteur. Ich meine, wir wurden natürlich alle als biografistische Lesende abgetan, wir Philologen. Aber ich finde, eigentlich muss man immer die ganze Bandbreite nehmen. Es ist wichtig, dass man La Mort de l'Auteur kennt und reflektiert, aber man soll nicht bei La Mort de l'Auteur bleiben. Das wäre auch wieder falsch, finde ich. Und da hat ja das Pendel auch wieder wahnsinnig zurückgeschlagen. Da kommen wir noch darauf zurück. Zugleich war für mich das wirklich schon eine Entdeckung. Also diese Theorien, die hatten auch für mich im Umgang mit der Antike eine enorme Qualität, Augen zu öffnen. Und ich
pflegte das zu vergleichen mit einer meiner jugendlichen Lebensbeschäftigungen, nämlich Brombeeren pflücken. Wenn ich vor einem Brombeerstrauch stehe und immer nur genau gleich dahinschaue von der gleichen Perspektive, sehe ich keine Brombeeren mehr. Ich muss mal den Blick so machen, mal so machen und so schauen. Und so entdeckt man eben auch an der Antike mit solchen Theorien wieder ganz andere Aspekte und die Antike beginnt wieder völlig neu zu reden. Also das ist etwas sehr, sehr Nützliches. Auch die Hirnforschung hat mich in diesen Jahren immer mehr fasziniert, wobei ich sie hauptsächlich eigentlich über Feuilleton-Artikel auch zur Kenntnis genommen habe. Und auch hier hatte ich immer wieder den Eindruck, dass auf der Basis dieses Libet-Experiments oft unglaublich mechanistische Verkürzungen gemacht wurden in der Diskussion. Aber ich meine eben für uns als Geisteswissenschaftler sowieso. Und auch da fand ich bei Platon wieder Anregung, wenn im Phaidon der Sokrates dort die Kritik an der vorsokratischen Naturphilosophie eben auch formuliert und dort sagt irgendwie, er war so enttäuscht, dass eigentlich die Naturphilosophen gesagt hat, er ist ein Mensch mit Bewusstsein, so könnten wir sagen, Nous ist ja dort das Wort, und eben nachher aber reden sie nur über Sehnen, Knochen, Gelenke und Adern und solche Dinge und sagen, ich sitze hier im Gefängnis, weil ich diese Sehnen in dieser Position habe, das Blut so durchfließt, aber nicht deswegen, weil ich finde, man muss den Gesetzen der Athener folgen. Denn er hätte sofort fliehen können, wenn er es gewollt hätte. Und ich denke, da gibt es eben viele Verkürzungen, die auch in der Hirnforschung waren, die heute, glaube ich, irgendwie auch längst irgendwie überwunden sind. Aber das ist schon interessant. Und ich denke, auch hier gäbe es viel Diskussionsmöglichkeiten, etwa die Plastizität des Gehirns. Das war ja dann auch ein Thema, die Hirnforschung in Mainz. Charles Kleber, deine Freunde von Genf, auch Ansermet und so weiter, also die haben über diese Dinge sehr viel gesprochen. Ich habe immer gedacht, Platon, der ja das Gehirn dann vergleicht mit Wachs, wo auch die Qualität des Wachses unterschiedlich ist, deswegen hängt es bei einem mehr, bei den anderen weniger. Das wäre durchaus auch ein Anhaltspunkt für Diskussionen. Dann andererseits auch diese raffinierte plotinische Seelenlehre in ihrer facettenreichen Sache. Ich denke, das gäbe viel zu diskutieren. Also das sind schon Anregungen für meine Nachfolger und Nachfolgerinnen, was man noch machen könnte. Also bemerkenswert schien mir auch bei dieser Theoriediskussion immer, welche Rolle da drin gespielt hat. Und das hat ja auch der Philipp in der letzten Ringvorlesung, Philipp Sarrazin, der leider krank ist, nicht hier ist, thematisiert ja zum Beispiel auch bei Foucault und so weiter, aber auch bei Derrida natürlich, La Pharmacie de Platon. Das ist, hat mich auch schon gepackt und kam dazu, dass Mainz ein wirklich tolles Umfeld für die platonische Philosophie insofern bietete, als dort mein Vorgänger Arbogast Schmidt wirklich ein bekennender Platoniker war. Das ist ja nicht so oft, dass man bekennende Platoniker findet. Ich schwanke auch allmählich in dieses Feld über, muss ich gestehen. Und im Übrigen waren wir in Zürich auch schon sehr gut vorbereitet auf diese platonischen Dinge, denn während meines Studiums war Thomas Alexander Slezak hier ja Oberassistent und er hat dabei diese wirklich exzellente Schrift Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie erstmals als eine Vorlesung auch getestet und das gehört in der Erinnerung für mich mit zu den besten Vorlesungen, was neben Walter Burkert ja auch etwas heißen will. Ich muss gestehen, dass mich nicht zuletzt das Postulat des Abschieds vom abendländischen Logozentrismus schon etwas irritiert hat damals. Wie es auch dann in Zürich eben nach meiner Rückkehr von intellektuellen Vordenkerinnen wie Sigrid Weigel kämpferisch vertreten worden ist. Die intellektuelle Stimmung der 90er Jahre hat im Übrigen vor kurzem Milo Rau in seiner höchst eindrücklichen ersten Zürcher Poetikvorlesung prägnant zusammengefasst. Dekonstruktion des guten alten binären Abendlandes war die einzige Aufgabe meiner intellektuellen Generation. Die Irritation rührte bei mir weniger daher, dass diese Haltung oft mit fast totalitärem, also zumindest absolutistischem Anspruch vorgetragen wurde. Das war die einzige noch redlich vertretbare Position, die man in dieser Zeit haben konnte. Es war aber weniger das, als vielmehr, dass ich den Eindruck hatte, dass ein ziemlich verkürztes Bild des Abendlands dahinter stand und außerdem auch eben des platonisch-sokratischen Logozentrismus, wenn man so will, der Logosorientierung. In der heutigen Wirklichkeit der Fake News würde man sich ja nicht selten wieder etwas mehr Logoszentriertheit wünschen als auch schon. Der akademische Alltag, wie ich ihn eben seit 1993 leben und erleben könnte, und das hat unsere liebe Dekanin ja auch schon erwähnt, war für mich wirklich auch ein permanenter Lernprozess im Humboldtschen Sinn.
diese Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Ich hatte seit Beginn das Gefühl einer einzigartigen Chance, dass ich dafür bezahlt war, im Austausch mit jungen Leuten immer tiefer in die überbordende Fülle der antiken griechischen Literatur einzutauchen. Das ist ja ein Füllhorn höchst unterschiedlicher Texte und Textsorten von den bekannten und weniger bekannten Klassikern und Klassikerinnen, wenn wir an Sappho denken, bis zu Gebrauchstexten und eben dann also die Epenlyrik, Tragödien und Thukydides zum Beispiel auch, also wirklich wieder beklemmend aktuellen Höhepunkt. Das Stichwort des Thukydides Trap war mindestens vor 4 Jahren eigentlich in fast allen Zeitungen irgendwann zu sehen auch. Und daneben gibt es eben genauso lohnende Perspektiven, die von medizinischen, mathematischen, astronomischen, musikalischen, magischen und religionsphilosophischen Texten herrühren. Insofern war eigentlich klassische Philologie immer schon kulturwissenschaftlich ausgerichtet und hat eben nicht nur den Kanon abgeackert, sondern auch diese Dinge. Gleichzeitig kann keiner von uns das alles bewältigen. Wir alle müssen auswählen und können eben nur von Neuem dann inspirierende Gedankensplitter aus einzelnen Texten ausschöpfen. Das ist ein unerschöpflicher Fundus und das gehört wirklich zu meinen beglückenden Grunderfahrungen während der ganzen Zeit an der Universität. Parallel dazu hier in Zürich habe ich mich natürlich auch für Griechisch und Latein an den Schulen und an der Uni eingesetzt, weil ich irgendwie wirklich schon der Auffassung bin, dass die Antike, wenn richtig verstanden und dazu nachher noch mehr, wirklich als Augenöffnerin wirken kann, und zwar auf verschiedenen Ebenen und insofern schon etwas im besten Sinn zu einer je individuellen Welterschließung auch beitragen kann. Ein Beispiel, das ich immer wieder erwähne, das war bei dir, Lucius, mal in der Klasse, in der ersten Klasse. Hast du ihnen Dur und Moll erklärt, diesen Erstklässlern? Das waren natürlich leuchtende Augen, dass sie Dur und Moll kannten alle schon, aber warum man von Dur und Moll liest, spricht, wussten sie natürlich nicht. Also das sind eben solche Dinge, die man da einfach entdecken kann und die immer wieder etwas einem auch bringen. Damals schon wurde im Übrigen die Krise der Geisteswissenschaften ausgerufen, als Charles Kleber diesen NCCAs bewilligt hatte, war kein Geisteswissenschaftliches zunächst dabei. Und deswegen gab es dann doch, ich erinnere mich richtig, oder diese Arbeitsgruppe, bei der ich eben auch mitwirken durfte damals, das war die erste Berührung und der erste indirekte Kontakt mit Charles Kleber, mit dem ich mich dann über Rom so wunderbar anfreunden durfte. Natürlich denke ich besonders gerne auch an den interdisziplinären Austausch innerhalb der Universität. Zum Beispiel hatte ich einmal ein unvergessliches Seminar mit Elisabeth Bromfen über das Exil, das dann immer gefolgt wurde von diesen legendären Einladungen bei Elisabeth zu Hause mit wunderbarem Kochen. Aber auch eben mit Hajo Hinrichsen zusammen und Barbara Naumann mal ein Seminar zu Ödipus, mit Daniel Kübler jetzt sogar regelmäßig eben ein Seminar über Demokratie und Populismus in der Antike und heute. Außerdem immer wieder das Kolloquium Antike Christentum. Ich sehe Samuel, ich sehe Victor, ich sehe viele andere, die da auch mitgewirkt haben dabei. Das sind sehr bereichernde Dinge vom außerordentlich erfreulichen Austausch eben und der Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Proximi, Carmen und Uli, ganz zu schweigen. Bei all diesem Tun sind wir ja alle immer in Wechselwirkungen und in Interaktion sozusagen eben mit Zeitleuchten, gemäß den sozusagen geistigen und auch historischen Großwetterlagen verändern wir uns auch. Wir sind ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern sind immer schwer geprägt, eben durch die Interessen der Zeit, durch so etwas wie zeitgeistige Konstellationen. Und auch da finde ich eben im Rückblick in der Studienphase, da war noch die Gefühlslage der No Future Generation prägend. Und das schlug dann bei mir während der Habil in diesen grenzenlosen Optimismus durch den Fall des Eisernen Vorhangs um. Und in diesem Zusammenhang zum Beispiel war es auch so, dass ein Satz wie der berühmte Satz von Heraklit, der Krieg ist der Vater aller Dinge, das war schlicht nicht mehr vermittelbar. Krieg war etwas, das nicht mehr existierte, von dem man eine Wind of Change und so weiter gedacht hat, das hört jetzt wirklich auf. Jugoslawien brachte eine erste Erschütterung und nachher, also über die Fortsetzung müssen wir ja gar nicht reden in dem Sinn.
in den 90er Jahren zugleich dann auch doch ein starkes Gefühl eines zunehmend wild gewordenen kapitalistischen Paradigmas, das insbesondere auch im Bildungsbereich zu wuchern begann. Stichwort New Public Management, dein Vorgänger, liebe Regine Äpfli, eben Ernst Buschow, der die Ökonomie zum Leitparadigma erhob, mit zum Teil gravierenden Folgen bis heute, finde ich. Eben zum Beispiel, dass der Headcount auch in der Steuerung der Universitäten heute eine derartige Rolle spielt und häufig dann Inhaltliches verdrängt, empfinde ich als höchst problematisch und geht letzten Endes auf diese Zeit zurück. Man konnte dann auch generell eben im Wirtschaftsbereich doch so etwas wie eine um sich greifende Gier feststellen, irgendwie auch eben die Löhne, die immer mehr auseinandergehen, die Lohnschere und so weiter. Und von dieser Gier spricht eben auch schon mein lieber Freund Platon aus der Ursünde des Menschen, dass wir alle, und er nimmt ja keinen aus, er nimmt nicht mal den Sokrates aus, deswegen durchaus ein gewisser Pessimismus. Er sagt, wenn... Macht er das Beispiel mit der Tarnkappe im Staat. Wenn er eine Tarnkappe hätte, würde jeder ungerecht und schlecht. Das ist eben seine Überzeugung. Zum Glück gibt es keine Tarnkappen. Dann müssen wir diesen Test nicht machen. Aber wie auch immer, eben diese Pleonexia, das immer mehr haben wollen, das war für Platon schon das Urproblem. Und deswegen wird natürlich in der Antike schon früh immer die Maßethik dagegen gehalten. Eben nichts im Übermaß, was ja angeblich eben auch schon auf dem Tempel in Delphi gewesen sein soll. Da gäbe es noch andere Dinge zu sagen, die jetzt mit der Antike nicht so viel zu tun haben, aber wieder mit der Universität zum Teil schon. Deswegen sage ich es ganz kurz auch. Ich finde, dass ja paradoxerweise mit dem Fall des Eisernen Vorhangs sehr viele postkommunistische Elemente in den Kapitalismus eingedrungen sind. Das planwirtschaftliche Denken, diese Evaluitis, die die Universitäten jahrelang haben, das Prüfungswesen auch mit eben Bologna-Reform, dass alles abgeprüft werden muss und so weiter. Also das sind schon ziemlich problematische Dinge, die dann im Übrigen auch begleitet wurden mit einem High Noon für Consultants in dieser Zeit. Also ich meine, die McKinseyisierung in den 90er Jahren wurde über alle Universitäten mal McKinsey gelassen. Ich nehme an, das war auch in Zürich so und die ETH wahrscheinlich, oder nicht, die ETH konnte das immer selber. Sie kann es bis heute sehen. Ich begrüße auch Olaf Kübler ganz herzlich, den ich auch über Rom besonders gut kennenlernen durfte. Also eben diese McKinseyisierung ist schon irgendwie ein Problem. Eben damals alle Universitäten so geprüft, was unten rauskommt, hätte man auch ohne die Bezahlung der 100.000 oder 500.000 Franken sagen können, es waren die Life Sciences. War immer das Gleiche, das Resultat dieser McKinseyisierung. Im Übrigen finde ich auch, dass eben das mit dazu gehört zu dieser Integration sozusagen postkommunistischer Elemente, dass auch die Bürokratie wahnsinnig aufgebläht wurde. Also wenn ich daran denke, als ich hier in Zürich begonnen hatte, war das Organigramm des Prorektorats Forschung, glaube ich, 2 Personen. Ich bin sicher, heute sind es viele mehr und das ist teilweise nötig, aber es hat natürlich auch so viel Leerlauf gegeben. Teilweise, das hat mir der Hans Weder mal gesagt, auch du weißt gar nicht, wie viel Ärger wir euch dadurch fernhalten, dass sonst von Bern herunterkäme oder von anderen Institutionen dadurch, dass wir diese Leute dort einstellen. Ich hatte häufig auch den Eindruck, aber finde ich in der letzten Zeit eigentlich weniger, aber es gab so eine Phase, wo man dann immer wieder dachte, ja, diese Leute müssen uns auch alle beschäftigen, deswegen haben wir so viel zu tun, schon um sich zu rechtfertigen, wie auch immer. Das brutale Ende vom Ende der Geschichte folgte dann spätestens durch eben September 11. Das ist ja auch klar und das ist für mich unvergesslich. Also ich war zu Hause vor dem Fernseher und habe das alles, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ein aufrührendes, traumatisierendes Ereignis, das umgekehrt eben mir wieder einen nochmals anderen Blick auf die Antike gezeigt hat. Und zwar in einem ganz anderen Sinn augenöffnend. Ich hatte mich ja schon viele Jahre mit der jüdisch-hellenistischen und frühchristlichen Literatur beschäftigt. Nicht zuletzt im Rahmen des von Wolfram Kinzig, der hier auch anwesend ist, mit seiner Frau und mit seiner Tochter, ich sehe sie jetzt gerade nicht, eben dort genau angeregten Projekts einer Neuedition der Schrift Kyrills von Alexandrien gegen Kaiser Julian. Und ich begrüße hier auch ganz besonders herzlich Gerlinde Huber-Rebenich und Stefan Rebenich, mit denen ich genauso seit dieser Zeit so eng freundschaftlich verbunden bin, außerdem auch den Präsidenten der Berliner Akademie, Christoph Markschis, mit dem ich auch seit vielen Jahren eine gute Freundschaft verbindet und wo dann dieses Opus auch publiziert werden konnte. Also nicht zuletzt dank Kyrill und Julian dem Apostaten, der, wie ich eben vorgestern gelesen habe, auch im neuesten Werk von Julian Barnes eine Hauptrolle spielt, Elizabeth Finch,
wurde mir immer mehr bewusst, dass in der Gesellschaft eben des globalisierten Imperium Romanum, der Kaiserzeit und der Spätantike, vergleichbare Spannungsmomente und Bruchlinien durch das Aufkommen und die zunehmende Ausbreitung des Christentums drin waren. Das vergessen wir heute, dass wir einmal in dieser Lage waren, sozusagen, des Clash of Civilization, wir, die wir uns in der Regel jüdisch-christlich verstehen, mit unterschiedlichen Schattierungen. Also ich denke, man kann hier durchaus in einem übertragen oder vielleicht eben in einem gewissen Sinn auch wirklich von einem Clash of Civilizations avant la lettre reden, von dem, was in dieser Kaiserzeit passiert ist. Und man darf eben nicht vergessen, die ganze spätantike Kaiserzeit, die gehört genauso zu unseren Forschungsgebieten. Häufig gibt es diesen klassizistischen Bias, die von diesen Dingen nichts wissen will. Bei mir war das von Anfang an anders, dass mich das immer besonders stark eigentlich auch interessiert hat. Und ich denke, das hat uns eben bis heute auch viel zu sagen, wie unsere Wurzeln da sozusagen gebildet worden sind und mit welchen Spannungen da drin waren, welche Prozesse kultureller Osmose da waren, in denen beide Seiten Dinge angenommen haben. Also durch die Arbeit an Kyrill und dann auch an der Neuedition des Grundrisses der Geschichte der Philosophie, und hier begrüße ich ganz besonders herzlich Dietmar Würwa, der auch extra aus Berlin gekommen ist, mit dem ich das zusammen mit Christoph Horn auch machen durfte, ist dann eine weitere Komponente der Überlieferung der Antike für mich persönlich im Sinne eben dieses Ganges der Entdeckung Amerikas, die jeder für sich neu machen muss, auch passiert. Und das war dann die Kultur des arabischen Raumes, die hier in Zürich durch Ulrich Rudolf, in dessen Kommission ich damals sitzen konnte. Es war meine erste Berufungskommission. Ich bin bis heute stolz darauf, dass das ist in Zürich hier ja wirklich einfach großartig vertreten gewesen durch Ulrich Rudolf. Und wir hatten verschiedentlich auch an der Fondation Hart, ich begrüße hier den Retter der Fondation Hart, auch den ehemaligen Rektor der Universität Lausanne sehr herzlich. Eben da hatten wir auch diese Entretien über die Rolle dieser arabischen Tradition für die Überlieferung der antiken Literatur untersucht. Und da eben bei näherem Hinsehen, da zeigt sich, wenn man das nicht kennt, empfindet man das immer als fremd, als bedrohlich und weiß ich was. Schaut man es genauer an, dann ist viel vermeintlich Fremdes überraschend uns nahe. Es gibt da ganz erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, Brücken im Anschluss eben an die spätantike Philosophie und Wissenschaft, die ja in Bagdad begierig aufgegriffen wurde und weiterentwickelt wurde. Insofern ist auch der Islam uns alles andere als fern. Und Fundamentalismen sind bekanntlich überall ein Riesenproblem. Genauso bei den Evangelicals wie bei diesem rechtsextremen Katholizismus, der nicht nur in Amerika um sich greift. Von der aktuellen Situation in Israel wollen wir schweigen mit Netanyahu. Besonders erwähnen möchte ich im Übrigen auch die fachliche und menschliche Horizonterweiterung, die ich durch diese achtjährige Leitung des Istituto Svizzero erleben durfte. Abgesehen von zahlreichen Freundschaften, gerade eben auch im politisch-gesellschaftlichen Bereich und natürlich auch abgesehen von der Begegnung mit meiner lieben Frau Sabrina, die ich auch dort machen konnte, war das nicht zuletzt die Chance, mit moderner Kunst auf Tuchfühlung zu gehen. Und es sind auch verschiedene ehemalige Member hier, unter anderem auch der Bodan Stelig, der immer diese exzellenten Aufnahmen für das ZAZ die letzten Jahre gemacht hat für uns. Auch bei dieser Auseinandersetzung mit moderner Kunst, die mir von der Musik her schon geläufig war, weil ich ja durchaus auch noch eine musikalische Seite habe in dem Sinn, aber da habe ich immer wieder die Erfahrung auch von Neuem gemacht, wie bereichernd eben der antike Hintergrund war, auch in diesem Zusammenhang, und dass da auch einmal mehr das platonisch-sokratische Denken, wie es eben schon in Zürich und dann auch in Mainz immer wichtiger für mich geworden war, in seiner Subtilität, Vielschichtigkeit und in seinem Perspektivreichtum und auch mit seiner konsequenten ethischen Grundierung einfach gewaltige geistige Anregungen und Verständnishilfen bereithält. Im Grunde genommen fand ich dort auch, dass selbst ja auch die postmoderne Epistemologie in einem gewissen Sinn bei Platon vorhanden ist, einfach dort bei ihm beschränkt auf den Bereich unseres inkarnierten Daseins. Da ist alles im Fluss, da gibt es überhaupt keine Stabilität, überhaupt nichts kann man da wirklich zupacken und erfassen, sondern die Dinge sind dort auch immer nur so, wie sie sich mir gerade im Moment darstellen, heute Abend zum Beispiel schön.
Also wie auch immer. Und für Platon war das ja dann diese große Herausforderung, weil eben genau dieses Fließen von sophistischer Rhetorik instrumentalisiert und für zweifelhafte politische Aktionen missbraucht werden konnte. Bei Platon im Übrigen sicher das Tolle, dass einfach dieses ganze Wissen dialogisch ist, hierarchiefrei, eigentlich in dem Sinn und immer das bessere Argument zählt. Ich bin vielleicht schon ein bisschen auf der langen Seite, aber ich möchte doch noch zwei, drei Sachen, wenn ich darf, noch zu auch Italien, war natürlich eben durch Berlusconi auch hochinteressant, diese 8 Jahre. Das gab direkten, lebendigen Anschauungsunterricht für den Populismus, der auch dort schon völlig faktenfrei operiert hat. Ich habe eigentlich gedacht, man kann das nicht noch übertreffen, aber das wurde locker übertroffen in Amerika später, was Berlusconi damals schon gemacht hat. Und auch für mich damals das Bewusstsein, dass eben jede Gesellschaft irgendwie gefährdet ist. Ich denke, ein Drittel kann man überall gewinnen für diese faktenfreien Manipulationen, wenn man keine Scheu hat, das einzusetzen. Viel anders sind ja selbst die Nazis auch nicht an die Macht gekommen. Das war, glaube ich, auch etwas ein Drittel. Also das ist eben schon bedrohlich. Und dieses Bewusstsein, wie Demokratie gefährdet ist und darauf angewiesen ist, Leute zu haben, die sich für die Demokratie engagieren, das ist mir dort bewusst gekommen. Und auch der Blick auf Putin und seinen Aufstieg, den habe ich dort sehr intensiv miterlebt. Wir hatten auch unzählige Diskussionen am Istituto Svizzero mit ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen, nicht wahr, lieber Charles, über Putin haben wir immer gesprochen. Und ich meine, es war ja eben interessant, was waren die besten Freunde von Berlusconi? Putin und Gaddafi. Vom einen hat es Bunga Bunga gelernt und vom anderen den Einsatz des Servizio Segreto für Compromat und Dossieraccio auf Italienisch. Spätestens mit dem Crash of Wall Street im September 2008 ist dann doch so etwas wie eine Art Realismus auch an den Finanzmärkten, Alfredo Gysi, sehe ich hier vor mir, eben wieder eingetroffen, dass sogar dieser Realismus, der ein Szenario von 1929 auch immer wieder am Horizont erscheinen ließ. Ich hatte dort, und das waren die letzten Jahre in Rom, dann eben auch schon das Gefühl, dass wir so etwas wie einen Zeitenwechsel erleben. Man hat sich häufig lustig über Epochenbildung gemacht, aber ich finde, es gibt schon Aggregatzustände der öffentlichen Meinung, die nie scharfe Grenzen haben. Aber wir haben doch heute alle eine ganz andere Sensibilität, eben jetzt selbst gegenüber Russland und weiß ich was, als wir das noch vor einem Jahr zum Beispiel gehabt hätten. Also die Zeitumstände verändern sich schon und dort zeichnete sich für mich selbst eben auch im intellektuellen Diskurs in der Akademie eine klare Wende ab, sodass plötzlich postmodernes Reden und Denken, insofern es manchmal in überdrehte intellektuelle Akrobatik einfach mündete, plötzlich gestrig zu wirken begann. Dass man sich dachte, das geht doch nicht, es gibt doch auch noch andere Sachen daneben. Oder um wieder Rau zu zitieren, der über die Dekonstruktion sagt, übrigens ein Wort, das mich melancholisch stimmt. So altmodisch ist es, Dekonstruktion. Back to Basics wurde dann auch an den Finanzmärkten ja das Thema. Eben auch in den Discorsi d'Attualità hatten wir das thematisiert. Und dort beim Spiegel in den Blick der Antike begannen sich für mich immer mehr große Linien einer überraschenden Parallelität zu unserer eigenen Situation im Athen des letzten Viertels des 5. Jahrhunderts abzuzeichnen, die mir vorher nicht so bewusst waren. Wir haben dort nämlich natürlich immer Mutatis Mutandis, man darf nie einfach alles gleichsetzen, aber da war zunächst eben auch ein Kriegsszenario, die Perserkriege, nachher so etwas wie ein Wirtschaftswunder. Wenn wir heute nach Athen gehen, bewundern wir vor allem die Reste des perikleischen Bauprogramms und alles, was dort gemacht wurde. Das war diese Boomphase mit einer enormen Machtausdehnung, mit diesem Delisch-Attischen Seebund, den Christian Marek einmal mit der NATO verglichen hat, der zugleich eben auch in der Sophistik eine aufklärerische Mischung von 68ern im Sinne von Aufstand gegen Konventionen, altväterisches Denken und dessen Werte und auch dem Consultantwesen, denn diese McKinseyisierung hatten die Athener dort von den Sophisten. Die Sophisten gingen herum und boten alle ihre Dienste an gegen sehr viel Geld, also ähnlich wie McKinsey. Die Sophisten haben sich fein bezahlen lassen für ihre Dienste, aber wenn man dort nicht richtig geschult wurde, konnte man sich politisch durchsetzen, man konnte sich vor Gericht durchsetzen, denn das waren Geschworenengerichte und auch in Amerika bis heute sind die Geschworenengerichte besonders gut manipulierbar.
gegenüber den technischen. Also das hat dort wirklich extrem geboomt und auch zu ganz problematischen Veränderungen geführt, eben nicht zuletzt in der Politik, indem dort, und das erklärt diesen tiefen Skeptizismus Platons auch gegenüber der Demokratie, das ist diese Extremform der Demokratie, wo vor allem manipulativ agiert wurde und die Volksversammlung am Tag nach einem Entscheid genau das Gegenteil beschließen konnte, weil keine Rückbindung an Gesetze da war, sondern nur eben die radikalstmögliche Form von Demokratie. Und umgekehrt wieder, was schon ein bisschen angeklungen ist, dass die pervertierte Variante der Postmoderne eine Geburtshelferin sicher für heutige Populisten und Tyrannen von Berlusconi über Trump und Orban bis Putin ist. Das wird zum Beispiel auch von Milo Rau ganz klar formuliert, wenn er schreibt, wiederum in dieser Poetikvorlesung, die Postmoderne hat uns mit der Idee der Relativität aller Wahrheit, der Auflösung der großen Erzählungen und der Demokratisierung dessen, was richtig und wichtig ist, nicht nur aus den Fesseln der modernen Ideologien befreit. Sie hat uns auch eine gefährliche Erbschaft hinterlassen, die des berühmten Pseudoliberalen jeder, jede, wie sie oder er will. Spätestens mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus hat sich die Waffe des Skeptizismus gegen die Aufklärung selbst gewendet. Die Herrschaftskritik ist unmerklich zur Waffe der Herrschenden geworden und richtet sich damit gegen den Planeten, gegen das Lebende. Insgesamt, er sagt dann dort auch durchaus provokant, aber meines Erachtens nicht abwegig, dass Alexander Dugin, Putins Hausphilosoph, vielleicht der wichtigste postmoderne Philosoph der Gegenwart sei. Das hat ganz ähnlich auch Daniel Strassberg in seinem brillanten Quellcode des Autoritären geäußert. Meines Erachtens gilt das, wie gesagt, mutatis mutandis auch für die klassische Zeit, eben Ende des 5. Jahrhunderts. Da ist schon fast eine Art postmoderne Epistemologie als intellektuelle Basis bei den Sophisten da. Berühmt dieser Homo Mensura-Satz. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Die Dinge sind so, wie sie mir heute jetzt in diesem Zustand erscheinen. Auf eine wirkliche Seinsheit kann man nicht zugreifen. Insofern ist auch das Ziel eben von politisch Agierenden höchstens die Plausibilisierung, und zwar unabhängig von jedem tatsächlichen Sachverhalt. Und das wird ja dann vom Sokratiker Platon eben als besonders skandalös im Hinblick auf gesellschaftliche Gerechtigkeit empfunden. Diese Entwicklungen mündeten in den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts vor Christus in Athen nach dem Zeugnis unserer Quellen in einen immer radikaleren Populismus. Die Volksanführer, griechisch Demagogoi, werden zu dem, was wir heute mit diesem Terminus verbinden, zu Volksverführern, zu Hetzern, die dabei letztlich, wie zum Beispiel auch Aristophanes sagt, nur den eigenen Vorteil und die Selbstbereicherung im Blick haben. Sie sehen, so ist bei mir die politische Philosophie immer stärker ins Zentrum gerückt in den letzten Jahren. Ich denke, das hat durchaus auch persönliche Wurzeln. Ich hatte schon in der Primarschule gern über Abraham Lincoln gelesen. Das Buch muss ich euch bald mal geben, Isaac und Noe, damit ihr da auch was mitbekommt. Das ist wirklich ganz toll. Und auch John F. Kennedy war bei uns zu Hause schon fast irgendwie ein Säulenheiliger. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat meine liebe Schwester Renate einmal eine Arbeit über den Spruch von Kennedy geschrieben. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Das ist bis heute noch sehr gut und sehr nützlich. Und eben diese Interessenverlagerung, die hat dann durchaus auch diese letzten 4 Jahre hier der offiziellen akademischen Tätigkeit stark geprägt. Eben das ZAZ, das ich zusammen mit Viktor Walser leiten durfte. Und das war ein gemeinsamer kollektiver Effort über Fakultätsgrenzen hinweg, die Altertumswissenschaften in Zürich zu bündeln und das kritische Reflexionspotenzial der Antike wieder einer breiteren inner- und außeruniversitären Bevölkerung ins Bewusstsein zu rufen. Das war für uns alle eine große Herausforderung, zugleich auch eine einzigartige Chance. Und ich möchte an dieser Stelle nicht zuletzt auch der Universität und allen Mäzeninnen und Mäzenen und Stiftungen sowie der UZH Foundation sehr herzlich danken, dass Sie dieses, wie mir scheint, sehr fruchtbare Gedankenexperiment unterstützt haben und hoffentlich auch weiter unterstützen. Ich denke, zu den Themen brauche ich hier nichts mehr zu sagen. Das war wirklich schon immer das Bedürfnis, die Aktualität hier ins Zentrum zu stellen.
wie eben Migration, Demokratie, Populismus und so weiter. Und wichtig ist, und das jetzt zum allmählichen Schlussteil auch überleitend, dass da für uns selbstverständlich die Antike nie ein idealisiertes Ganzes ist, weit gefehlt. Ich denke, das ist heute generell nicht mehr der Fall. Man sieht die Antike nicht als heile Welt, wo alles besser gewesen wäre. Nein, es ist vielmehr der Spiegel, der uns erlaubt, die eigenen dunklen Flecken in diesem Spiegel und die Archaismen zu sehen, die Fragwürdigkeit auch unseres idealisierten Selbstbildes, wie stolz sind wir, wie aufgeklärt wir sind, wie fortschrittlich. Dabei ist selbst die Sklaverei heute nicht verschwunden. Dazu gibt es ja sehr viele Studien und so weiter. Es ist offiziell nicht mehr da, aber es ist, wenn wir billige T-Shirts für 4 Franken kaufen, unterstützen wir alle die Sklavenarbeit. Macht das leider manchmal auch und versucht es nicht mehr zu machen. Die Antike als nächstes Fremdes erlaubt insofern geradezu einen ethnografischen Blick auf die eigene Wirklichkeit und dieses immer hin und hergehen. Das Va-et-Vient ist wirklich einfach etwas sehr Befreiendes auch, würde ich meinen. Es hilft am Ende auch zu nüchterner Selbsteinschätzung, zu Bescheidenheit, ja Demut. Oder um nochmals Milo Rau zu zitieren, Wissen ist die Vernichtung von Gewissheit. Also das scheint mir auch sehr, sehr richtig. Und eben die Universität hat eine dieser Kernaufgaben, Raum für kritische Reflexion zu schaffen und die Studierenden durch konsequentes Überprüfen vermeintlicher Gewissheiten intellektuell und emotional hellhörig zu machen. Ich denke, das ist unsere vornehmste Aufgabe an der Universität. Es gäbe noch manches zu berichten, aber dafür ist jetzt wirklich die Zeit schon fortgeschritten, bis hin auch zum Gendern, wo mir auch vor kurzem aufgefallen ist, eben, Sie waren ja dabei in der Volkshochschulkurs, liebe Herr und Frau Escher, wie eben da bei Platons Schilderung der Philosophen Könige, Königinnen, eben plötzlich dann auch das Maskulinum immer da ist und während umgekehrt beim Reservoir der Wächter und Wächterin, da hat es Platon super klar gemacht, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind. Beide sind geeignet, müssen aber sehr viele Assessments durchgehen. Beim Philosophenkönig zunächst braucht er immer nur das Maskulinum und ganz am Schluss kritisiert er den Glaukon, aber selbstverständlich meinen wir die Frauen auch mit. Ich habe mich selber ertappt, dass ich immer nur von Philosophenkönigen bisher gesprochen habe. Es sind Philosophen, Philosophinnen, Königinnen, die bei Platon eine Rolle spielen. Und da sieht man eigentlich eben, wie das ist. Aber es gäbe noch vieles zu sagen. Ich finde auch immer Leute, die sich an den Studierenden stören, die nehmen gar nicht zur Kenntnis, dass das Wort Student von Studens kommt und von Studentes. Das war immer schon ein Partizip. Also wie auch immer. Um noch ein letztes Mal Rau zu zitieren, er beschwört in seiner ersten Zürcher Poetikvorlesung die Gefahr einer totalen Gegenwart, die er als die absolute Seinsvergessenheit, das absolute Wegsacken des Zusammenhangs der metaphysischen Leitlinien fasst. Und er hält dieser totalen Gegenwart den Auftrag der Kunst, und ich würde ergänzen, genauso auch der Geisteswissenschaften entgegen, Zitat, die Kunst, und ich ergänze also auch die Geisteswissenschaften, und das ist meine persönliche Überzeugung, muss dagegen vor allem eines tun, Vergangenheit erforschen und Zukunft zurückerobern. Sie muss der Gegenwart hinten und vorne die Ausgänge freihalten, um uns in einem Satz wieder in geschichtliche Bewegung zu bringen. Denn nur eine offene Gegenwart, in der man aus Distanz zum Geschehen Stellung nehmen kann, ist darstellbar. Und nur eine darstellbare Gegenwart kann als veränderbar begriffen werden. Ich denke, die Altertumswissenschaften und insbesondere die Gräzistik können nicht wenig zu einem solchen Prozess beitragen. Im Rückblick ist es jedenfalls für mich schon fast unglaublich, welche Perspektiven und geistige Bereicherung diese permanente Vertiefung in die antike Wirklichkeit immer im Dialog mit der Gegenwart gebracht hat. Ich bin insofern wirklich dem Geschick und auch unserer Alma Mater sehr, sehr dankbar für das Privileg, dass ich ein derart beglückendes Hobby zum Beruf machen konnte. Und noch etwas anderes, was ich vor kurzem gelesen habe, hat mir in diesem Zusammenhang auch gefallen, nämlich Worte, die Dieter Henrich, der eben verstorbene Philosoph, einmal geprägt hat. Wir leben, wenn wir endlich sind, als Fackelträger. Wir geben durchdacht Erfahrenes weiter. Ich finde das wunderbar.
Denn ich meine, das ist das Schöne, dass man in diesem Unterricht an der Universität eben künftige Generationen ausbilden darf, dass man dieses Wissen versuchen kann, weiterzugeben. Und für mich ist es eben jetzt Zeit, einen Schritt zurückzutreten. Mein Herzenswunsch dabei ist aber natürlich, dass diese Fackel an unserer Alma Mater Thurigensis weiter hell strahlt, dass sie schon vor fast 500 Jahren zu strahlen begonnen hat. Das hast du erwähnt, das hat der Altrektor, der jetzige Präsident des ETH-Rats, damals auch in diesem Werbevideo Critical Thinking Since und so weiter, ja auch kühn für unsere junge Universität in Anspruch genommen. Also das wünsche ich mir sehr und Ihnen allen danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, euch allen für das Wohlwollen und die Freundschaft, die ich in all diesen Jahren hier erleben durfte und heute Abend auch so warmherzig erleben darf. Ganz herzlichen Dank. Ja, liebe Sabrina, liebe Jungs, wie lebt man mit einem Platoniker? Ja, oder mit einem apokalyptischen Platoniker? Ja, vielleicht aber dann doch mit einem optimistischen Platoniker, der eine Fackel am Schluss als Symbol entzündet. Es geht weiter. Gut, wie lobt man so jemanden? Ich soll jetzt ein paar lobende Worte sprechen. Das ist eigentlich mir, steht mir nicht zu. Aber ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe mich gefragt, wie würde das Cicero machen? Der ist ja auch Platoniker. Und wie würde Cicero über Christoph Rietveg sprechen? Und ich mache es kurz, also nicht so lang wie Cicero, aber doch sehr lateinisch. Rectores bene emeriti. Spectabiles. Collegae commilitones. Amici amicaeque Christophori nostri. Liceat mihi, qui sum seminario linguarum classicarum prepositus, facere aliqua verba de Christophoro, et laudare hunc virum dignum et amicum, more humanistarum quos omnes, nos omnes, cognovimus hac universitate. Christophorus, collega est proximus mihi. Collega est optimus. Collega est valde amicus et mihi caros. Sed ego sic existimo in summo professore linguae graecae, quatuor has res in esse opotere, scientiam literarum antiquitatis, virtutem, auctoritatem, felicitatem. Quis hoc homine scientior esse potest? Harum rerum. Qui in litteris eludo atque e pueritie disciplinis se exercuerit in
Schola Illustri ein Silenzi. Quis majore virtute est preditus. Qui etiam nunc ex imia et continua pietate defendat studia humanitatis. Quis dubitet Queen Christophorus magna sit auctoritate. Qui plurimos discipulos eruditione aurea profluente docuerit per tantos annos. Quis non admiretur felicitatem huius viri? Quae omnia eius facta semper auxerit. Et Christophorum perduxerit ad universitatem Magonti, quae sit fere antiquissima urbs Romana in solo Germanico fundata. Admiramur eandem felicitatem. Quae sit comitata Christophorum ad hunc locum illustrum et famosum. Ubi floreat etiam his diebus. Quae duxerit eum etiam Romam. Quae est orbis terrarum caput et omnis humanitatis domicilium. Hoc firmo fundamento nixus Christophorus nobis praebet exemplum hominis academici, cuius fama sidera tangit, et cuius felicitas permaneat, et educat omnia quae incipiat ad finem faustum et prosperum. Ut valeas mi, Christophore, etiam corpore, tibi nomine omnis seminarii nostri, trado donum salubre et jucundum. Lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche nicht auf Griechisch zu Ihnen. Als Vorsitzender des Leitungsausschusses des Zentrums Altertumswissenschaften Zürich spreche ich zu Ihnen im Namen einer Institution, die es ohne Christoph schlicht nicht geben würde. Am 20. Juni 2017 versandte Christoph Friedweg eine E-Mail an die Kollegen in den Altertumswissenschaften, um sie zu einem Brainstorming einzuladen. Dabei sollte es einerseits um die Bologna-Reform gehen, wir haben es schon fast verdrängt, die uns damals beschäftigte, aber auch darum, uns, Zitat, Gedanken über eine Vertiefung unserer auch institutionellen Zusammenarbeit zu machen, Klammer, unter anderem Frage eines Kompetenzzentrums Altertumswissenschaften. Tatsächlich nahmen wir uns bei der Sitzung im Juli dann vor, ein solches Kompetenzzentrum zu gründen. Christoph hatte sicherlich nicht als erster die Idee, dass die Altertumswissenschaften an der Universität Zürich stärker kooperieren sollten. Aber Christoph brachte neben der Idee auch die Bereitschaft mit, alles daran zu setzen, diese Idee in die Wirklichkeit umzusetzen.
Nur ein paar Tage nach dieser ersten Sitzung lud Christoph schon zu einer nächsten ein, nicht ohne inzwischen bereits die Fakultätsleitung kontaktiert und erste Abklärungen getroffen zu haben. Im September zirkulierte Christoph dann auch schon einen ersten Entwurf für einen Antrag zur Einrichtung eines Zentrums Altertumswissenschaften Zürich, damals noch ZAZ ohne H am Ende, den wir dann im Oktober auch tatsächlich einreichten. Dann als ZAZ mit H, weil wir uns inzwischen die Architekten das ZAZ ohne H weggeschnappt hatten. Es dauerte fast ein Jahr, bis nach der Genehmigung durch Fakultät und Unileitung des ZAZ am 10. September 2018 bei der ersten Volksversammlung, Vollversammlung, konstituiert wurde. Der Althistoriker spricht durch mich. Es lag auf der Hand und es war auch gar nicht anders denkbar, dass Christoph den Vorsitz des Leitungsausschusses übernehmen musste. Die meisten von Ihnen werden über die vergangenen 4 Jahre hinweg das Zentrum Altertumswissenschaften Zürich in der einen oder anderen Form wahrgenommen haben. Seine Steering-Vorlesungen, Podiumsgespräche, ZAZ-Lectures oder auch die Gastdozenturen, Gastprofessuren oder zuletzt wieder am Abend der offenen Tür. Nichts von all dem hätte stattfinden können, ohne die unglaubliche Arbeitsleistung, die Christoph in all diesen Jahren in den Aufbau des ZAZ investiert hat. Ich bin sicherlich nicht der Einzige, der irgendwann hat aufgehört hat zu fragen, wie Christoph das alles schaffen kann und der einfach akzeptiert hat, dass sein Tag offenbar mehr Stunden hat als mein eigener. Dabei hat sich Christoph immer um alles gekümmert. Die inhaltliche Konzeption unseres Programms, strategische Planung, insbesondere auch die Finanzierung, bis hin zur 5. Korrektur des Newsletters, zu dem ihm am Samstag beim Joggen noch eine Ergänzung eingefallen ist. Als wir vor vielen Monaten damit begonnen haben, unsere internationale Tagung zu den antiken Grundlagen europäischer und außereuropäischer Identitäten zu planen, die wir im August durchführen konnten, kamen wir zum Schluss, dass es schön wäre, auch einen Politiker, eine Politikerin unter den Rednern zu haben. Christoph schlug bald einmal François Bayrou vor, den ehemaligen französischen Bildungsminister, der selbst einmal Altertumswissenschaften studiert hatte. Und natürlich übernahm es Christoph gleich selbst, Herrn Bayrou, der inzwischen Bürgermeister der Stadt Pau an den Pyrenäen geworden war, zu kontaktieren. Erste Versuche der Kontaktaufnahme waren wenig erfolgreich. E-Mails blieben unbeantwortet. Irgendwann hieß es, Monsieur Le Maire sei gerade im Wahlkampf, man würde sich dann melden. Natürlich meldete sich niemand, aber Christoph ließ nicht locker und kontaktierte das Rathaus von Pau erneut. Wiederum wenig erfolgreich. Alle anderen hätten längst aufgegeben. Christoph vermeldete etwas später bei unserer wöchentlichen Sitzung dann aber, er habe nun in Pau angerufen und habe nun die persönliche Telefonnummer der Assistentin des Bürgermeisters. Nochmals eine Woche später berichtete Christoph, er habe jetzt auch mit dem Stabsmitarbeiter gesprochen und vielleicht ergebe sich dann doch noch etwas. In den folgenden Wochen und Monaten wurden die Status-Updates aus dem Rathaus von Pau beinahe zu einem festen Traktandum bei unseren wöchentlichen Sitzungen. Und Christoph machte langsam Fortschritte, die Zusagen wurden verbindlicher, aber es gab auch Rückschläge. Einmal musste uns Christoph berichten, dass die Assistentin gerade krank sei, dann davon, dass der Stabsmitarbeiter jetzt häufig nicht da sei, dass seine Frau ein Kind erwartet. Und natürlich kannte Christoph längst all diese Personen mit Vornamen, verkehrte auf Vornamensbasis mit ihnen und vermutlich kannte er auch schon den Namen des noch ungeborenen Kindes. Ich fürchtete längst, dass man in Pau inzwischen die Telefonlinien für Anrufe aus der Schweiz gesperrt hätte, aber ganz im Gegenteil. Christophs Freundlichkeit war durchgekommen
Und viele Wochen und viele Anrufe später sprach der Haut-Commissaire au Plan, Maire de Pau, tatsächlich bei unserer Tagung. Ich erzähle diese Episode hier nur deshalb, weil sie so wunderbar illustriert, was Christoph in all der Arbeit, die er leistet, so sehr auszeichnet. Zum einen eine unglaubliche Hartnäckigkeit in der Sache, die Bereitschaft, jederzeit einfach nochmals etwas mehr zu investieren, nochmals etwas weiterzugehen, wenn es der Sache dienlich ist. Zum anderen aber ist diese Hartnäckigkeit stets verbunden mit einer beeindruckenden Menschlichkeit. Christoph geht es immer zuallererst um die Menschen. Er interessiert sich für sie und begegnet allen mit größter Offenheit und Respekt. Und diesen Respekt bringt Christoph der Reinigungskraft nicht weniger entgegen als dem Mitglied der Universitätsleitung. Ja, vielleicht sollte er den Mitarbeitern des Hörsaaldienstes sogar auch mehr Respekt als manchen Kollegen in der Fakultät. Es ist diese Menschlichkeit, die Christophs Hartnäckigkeit, auch dann, wenn sie einmal anstrengend wird, erträglich macht. Dann kann man sich von seiner sprühenden Begeisterung für sein Fach, für die Altertumswissenschaften und für die Universität anstecken lassen. Es ist diese ansteckende Begeisterung, dem das ZAZ heute seine Existenz und seine Stellung verdankt. Und dafür kann ich dir, Christoph, im Namen des ZAZ nur unseren Dank aussprechen. Seitdem du im Herbst den Vorsitz des Leitungsausschusses abgegeben hast, wissen wir noch mehr als zuvor, wie wichtig dein Einsatz für das ZAZ war. Wir vermissen ihn und wir sind umso mehr dankbar, dass du uns zumindest als Berater auch in den kommenden Jahren noch zur Verfügung stehen wirst. Im Namen des ZAZ wünsche ich nun auch ich dir für die kommenden Jahre alles nur erdenklich Gute. Niemand, der dich kennt, wird dabei das Wort Ruhestand unironisch in den Mund nehmen. Wir alle hoffen, dass du noch mehr Zeit haben wirst, um Dinge zu tun, die dir Freude machen. Vielleicht ja auch einmal für eine Reise nach Po. Ich bin überzeugt, dass man das Rathaus dort für dich aufschließen wird. Alles Gute, lieber Christian. Wir wollen Christoph nicht ermüden. Wir wollen ihn auch unterhalten. Und ich denke, mit dem Stichwort der Menschenzugewandtheit, der Menschlichkeit, ist eben ein Thema angeklungen durch Viktor Walser, das wir hier vertiefen können. Allerdings jetzt nicht in der Ernsthaftigkeit akademischer Prozeduren, sondern eher im Sinne eines Satyrspiels, wie es eben auch zur antiken Theatralik, und dazu gehören wir ja hier auch ein bisschen, gehört. Und so möchte ich ganz herzlich Ihnen ankündigen, dass nun Massimo Rocchi, der bekannte italienisch-schweizerische Komiker, ein paar, Zwischenrufe beisteuern wird, Beobachtungen zu der Welt, wie sie hier uns bestimmt. Und das kann er tun, weil er auch mit uns aufs Engste verbunden ist. Massimo Rocchi besucht Lehrveranstaltungen in der klassischen Philologie, gerade auch bei Christoph Riedweg, und konnte dort wahrscheinlich auch so manche Einsichten gewinnen, menschlicher Art. Ich freue mich. Schafft ihr noch? Alle zusammen. Also. Uden proston Dionyson. Das heißt Schweizerdeutsch nicht für Ungutes. Ich bin da, je suis là, sono qui, Christoph, perché ti voglio bene. Wegen ta erotica. Le cose dell'amore. E, quando penso a Christoph, non so se sia al Kino o il Demodoc.
Per me sei il Demodokos, sei il poeta per il quale mi strapperei la carne come per dartela, perché also ich habe Muttersprache ist Italienisch bei mir. Es ist normal, dass man in Italien die Muttersprache hört zu Hause, meistens die Mutter spricht und der Vater kommt selten zum Wort in meinem Fall. Und mein Papa hat Latein und Altgriechisch unterrichtet, ab und zu hat er sprechen können. Und dann er hatte usque tandem, dann haben wir langsamer gegessen. Cave canem, wir haben den Hund in den Keller gebracht. Carpe diem, der Papa ist schon fischen gegangen und er hat eine Karpfe nach Hause gebracht. 14 Jahre alt war ich das erste Mal mit meinem Professor unterwegs in Trier, Frankfurter gelandet. Am Bahnhof musste ich auf die Toilette und ich habe Latein gesprochen. Ave ubi latrine est. Es ging in die Hose, aber mein Lehrer hat mir ein 6 gegeben. Ne? Und mit Christoph haben wir darüber gesprochen, also in Italienisch. Ho conosciuto Christoph in Italiano. La lingua di Dante, 701 Jahre, dass er gestorben ist. Dante ist für Italien, was Globi für die Schweiz ist. Also, das ist klar, oder? Globi oder Globine, also heute. Christoph è un entusiasta, Enthusiasmus. Ich habe mich gefragt und ich habe mit ihm gesprochen, was hat mir übrigens eine tote Sprache gebracht? In Italiano si dice le grec ancien, parce qu'il y a le moderne, le grec, l'adolescent, je ne sais pas, le grec ancien, il greco antico, è una lingua morta. Chi l'ha uccisa non lo so, ich weiß nicht, diese Sprache, es wäre ein Fall für Tatort, Tatort, diese Sendung, die in Deutschland um 2 Uhr am Morgen anfängt. Also je Abend, desto später, desto schlimmer wird, bis um 16 Uhr Tatort geht es um Katze, später um Menschen und danach. Und es ist Tatort. En France, il y a le commissaire Maigret, il fume, il mange. In Deutschland, in Italia, Montalbano, also al mare. No? Was hat mir diese Sprache Latein und Altgriechisch gebracht? Ich habe sehr schnell angefangen. A, ich habe die Schweiz verstanden, weil Motto der Schweiz ist Unus pro omnes und omnes pro uno. Questo è latino, signore e signori. Aber Latein und Altgriechisch haben mir etwas gebracht, deshalb will ich mein Enkelkind das bringen. Ein Verb. Das einfach der Schlüssel für unsere Gesellschaften ist und für mein Leben war. Das Verb Übersetzung. In Italiano è traduzione. Guardate, se, traduzione fisicamente è così. Cioè, è traduzione. Cioè, na, Übersetzung. Tutta la vita è una Übersetzung. Tu la vie è una Übersetzung. In Traduktion. Also ein Beispiel. Ich bin 65, also Guillotine in der Schweiz. AHV, Alters- und Interlassen. Ich weiß nicht, wer ich hinterlassen habe. Dann kommt und jetzt ist fertig. Eben nicht. Es fängt erst an. Christoph, ti ho salutato a Roma. E non era una fine, era un inizio meraviglioso. Ti saluto adesso ed è un altro inizio. Ein Beispiel ist das folgende. Je joue avec les langues. Alors, en français, ça s'appelle prévoyance. In Deutsch, Vorsorge. La prévoyance. Das bedeutet ursprünglich prévoir. Man versucht prévoir. Ein Orakel, Delphi. Man sieht im Voraus. In Deutsch Vorsorge. Wir machen uns Sorgen im Voraus, sodass wir nicht enttäuscht werden. Questa è la lingua, no? Anche, cioè, se io dico, c'è un pubblico giovane che spero non si annoi, no? Omnes pro uno, unus pro omnibus. Wie kann ich das in Schweizerdeutsch übersetzen? Io vi parlo della lingua dei barbari, nicht altgriechisch und
Ich spreche oi Barbaroi, die Sprache oi Italiano, Schweizerdeutsch, also diese, l'Italiano, A, E, I, O, U, le Français, ça change, ça. Et ça, il faut changer la carrosserie de la bouche, tu vois. In Deutsch, A, E, I, O, U, is kein, but English is another. Es ist asthmatisch. Man muss verstehen, wir leben im Kontinent, die Engländer in einem Inkontinent, deshalb ist etwas Also diese Übersetzungen ständig griechisch, altgriechisch und latino, mi ha portato alla traduzione, no? In Schweizerdeutsch, was ist los a Roma? Ci siamo conosciuti a Roma, nella lingua italiana. A Roma, dove si magna. Ich weiß, Christoph, es ist schwierig für dich heute im Mittelpunkt zu sein, però come si dice, te tocca, oh, oggi te tocca, ci devi passare. C'est un jour, c'est comme ça. E allora, les histoires, se, il greco antico, la mia prima storia, io non ho incominciato, mio papà mi raccontava di Heracles, di Odysseus, Iliad, also questo è nicht Superman oder die waren und Odysseus, also ein Mensch einfach ohne Smartphone, hätte er Smartphone gehabt, er wäre sofort nach Hause gegangen, ne? Er ist immer unterwegs, er hat kein WLAN, also er hat versucht. Er hat überall schlecht gelandet. Also, und das ist etwas, das Odysseus, es ist, oder Herakles, diese Arme, also Herakles, er hat immer Probleme gesucht. Ich heiße Probleme, ich bin da. Also, überall. Ich erinnere mich al Mostro Caco. Mit den Kühen. Die Kühe sind weggelaufen, alle haben gesucht, aber falsch. Luege, also, weil Kako hat sie von dem Schwanz zurückgezogen. Und die anderen haben so gesucht, die sind immer da, die sind eben weg. Oder Odysseus und die Sirene. Oder die Meerjungfrauen, bitte nicht. Oder die Götter, diese Götter. Zeus, immer unterwegs. Also auf der Suche nach einer Partnerin. Also da, und Hera ist verrückt geworden, aber nicht gegen ihn, gegen die Liebhaberin. Das ist schon unglaublich. Mein Lieblingsgott ist Momos. Momos ist mein Lieblings. Ich glaube, der Vater von Kabarett. Ich weiß nicht. Also sie lebten, die Götter, in einer Loft. Also nicht einfach so, nicht Ostermundigen, im Loft. Also St. Moritz, Kranz Montana von oben. Ab und zu haben sie sich gelangweilt, sie nach unten. Eines Tages, sie haben gesagt, was machen wir? Schauen wir, wer die Schönste ist. Und alle waren einig, dass die Götter einig waren. Einer hat gesagt, er ist nicht ein Schweizer gewesen. Das ist die typische Reaktion der Schweiz. Der Schweiz hat nie etwas dagegen, er ist einfach nicht dafür. Und Momos hatte ein bisschen so, wie soll ich sagen, Respekt. Wie kann ich Nein gegen Zeus oder gegen Mars? Er wird verrückt, Athena. Hera, Merkur, ist schnell wie verrückt, immer Flügel überall, also Fersen überall, Flügel, ist wirklich, Merkur war der Schützer von Reisenden, von Kommunikation und von Diebe. Gseisterböck. Es ist wirklich auch heute passt zum Bankieren. Also, ich spreche nicht über die Politik. Ich will nicht über Konkurrenz reden. Deshalb, meine Damen und Herren, es ist ausgeschlossen. Und dann, also, Momo sagt, alle waren einig. Die Schönste ist Aphrodite. Also. Aphrodite auf die Welt, also aufs Meer gekommen, also nicht auf die Welt. Und Momo sagt, warum? Was hast du? Alle, wir sind einig für einmal. Aphrodite ist die Schönste, elle est la plus belle. Was ist los? Sie hat schlechte Sandalen. Das ist der Schützer vom Kabarett. Also für mich ist Momos ist immer luege was. Les Details, les Diables se cachent dans les Details. Oder zum Beispiel das Wort Demokratie.
omnes pro uno, unus pro omnibus. Also. Aber Demos ist ein bisschen so wie die Schweizer Gemeinde oder die Kantone. Ne? Wie kann ich... Ja, ich merke jetzt wieder die Aufmerksamkeit. Was wird er jetzt sagen? Nein, meine Damen, kein Problem. Ich bin gerechtig dafür. Ich bin ein Passo Doble. Also das ist... Es ist interessant übrigens zu lesen die erste Seite vom Pässe, weil das ist auch... Also, das ist mein Passe. Es ist noch nicht bio, aber gespritzt ist er auch nicht. Also, ça commence en français, parce que la langue française, elle est belle. Hein? Tu dis bonjour, bonjour, c'est bon. Hein? Grüße. Ich sage, grüezi. Also, in Basel, da, da. Dann trinkst du ein Liter Kaffee, sonst schläfst du sofort ein. Also, ça commence en français, mais il y a, ich springe auf Deutsch. Eh? Der slash die. Heute ist das ein bisschen eikel. Ich würde sagen, der bis die. Alles ist drin. Eh? Hinaber slash in. Dieses Passes ist Schweizer Bürger slash in, bis in und kann jederzeit zurück in die Schweiz kehren. Also ist es so, fettig. C'est pratique, eh? Parce que si tu es à la frontière, eh? Du musst nicht sagen, so, ich muss jemanden anrufen und wieder in die Schweiz. Nein, nein. Also ist es so, fettig, du kommst. Eh? Mais le passeport européen italien, also ah, es ist eine riesige, es ist so wie in den Medikamente, also es ist e incomincia così: ogni cittadino è libero, che non vuol dire niente. E attenzione, è maschile, ogni cittadino, non cittadina, come l'inno italiano, Fratelli d'Italia. Le sorelle sono an ein Siedel, in ein Kloster, es reicht. Slang. Allora, kann jede Zeit zurück in die Schweiz kehren, das ist nicht meine Pointe. Io, ogni cittadino in possesso di questo passaporto è libero di lasciare l'Italia in ogni momento. Ça, c'est la force des mots, eh? La forza delle parole, di Kraft der Demokratie. Mais, heureusement, on est bilingue. Die Schweizer küssen in einer unglaublichen Art, als bilingue. Also, ich bin nicht. Es ist ein bisschen, also, die Probleme von Alt-Athen, eh? Die Demos, eh? Also. Omnes pro uno, unus pro omnibus. Eh? Was heißt das in Schweizerdeutsch? Ich würde sagen, also, misi aui zäme. Wenn nichts passiert. Wenn etwas passiert, a chacun sa merda. Also, das ist ein bisschen die Zusammenfassung. Die Kraft vom Altgriechen, von Latein, ist eben die Übersetzung. Eh? Wie kann etwas nicht sagen? Weil. Sehr schwierig ist am meisten die Stille. Il y a le style, il y a die stilistisch und die stilleistisch. Also, c'est le silence. Hein? C'est très... Mais qu'est-ce que je peux te souhaiter, Christophe? Qu'on reste amis, è normale, che rimaniamo amici, no? Ma io vorrei ringraziarti, je voudrais te remercier, ich möchte dir Danke sagen, perché con te, quando ti si ascolta, quando tu arrivi, che hai questa passione, eh? Per me è un ktema eisaiei, un arricchimento per tutta la vita. E ti auguro felicità insieme alle persone che tu ami. E jetzt ist ein neuer Anfang. E grazie di avermi chiamato. Ich bin wieder bei dir in diesem Neuanfang. Grazie.
denke, wir danken sehr für dieses wundervolle Satyrspiel. Also es ist wirklich genau, wie man sich das vorzustellen hat, wohl im antiken Theater. Ich darf den nächsten Programmpunkt ankündigen, nämlich einige Studierenden, die sich jetzt auch gleich selber vorstellen werden, haben auch noch eine Präsentation vorbereitet. Michael, darf ich dich? Und, Lieber Herr Riedweg, liebe Anwesende, auch wir, die Studierenden, hatten nun lange Zeit die Ehre und Freude, ihren Unterricht zu genießen. Daher möchten wir nun gerne von einer sensationellen Entdeckung berichten. Kürzlich wurden bei Ausgrabungen in Alexandria griechische Papyrusfragmente aus ptolemäischer Zeit entdeckt, deren Inhalt der Wissenschaft noch völlig unbekannt war. Ein Team äußerst kompetenter Philologen untersuchte den Neufund. Aufgrund von Sprache, Stil und besonders dem äußerst prominenten Motiv der Heimkehr in den Fragmenten konnten diese als von Homers Odyssee inspiriertes Werk in den epischen Kyklus eingegliedert werden. Mittlerweile ist es den Archäologen gelungen, diese Fragmente zu konservieren und in diesem Band zusammenzufügen. Lauschen Sie nun den Versen, die noch nie jemand gehört hat. Andra moi enepe musa polytropon hos malapolla aidei epei tsyrikes hieromp toliethron eleipsen. Pollond anthropon iden astea kainon egna polla togen biblioys pathen algea hon katathymon. Kae dominos hes tepsyches kainu tu heteiru. Et ei sen gar me psychas aidi proiapsei Apeidoisiae, ulomenen stygerem pereusa. Al ut hos henekastan erysato hiemen osper, auton gars fetereisi atasfaliaisi olonto, ne pioi. Hoi katonun froneusin so fuge Platonos, amathiae taratoisin afeileton ostimon emar, ton hamothenge thea thygaterdios epecai hemin. Spuden aipsa aidetea, lucernidos andros. Uranien, he myria biblia andrasi teuxe. Bollast ifti mois selidas calamoi edamasse. Plese tedep deroessi logoisi protus catatymon. Nunde heortai tautai aisimohoi tyche times. Das letzte ist in einem noch unbekannten Metrum geschrieben. Elpis, Amemento pepteromenus ombrus hyper uranoi, uranon, te nefeloton anacufisan onti hormait aneden. Pasi deognoston ek pantachoi petomenon, pycnagardinon, Taptera, Ami Apolipe Aionas. Und damit nicht genug. Ebenso spektakulär wie diese Fragmente ist ihr Behältnis. Dieses soll unzweifelhaft in engem Zusammenhang mit diesem unbekannten Werk stehen. Und es ist mittlerweile bis hierher an den Zürichsee mit seinen veilchenblauen Wassern gekommen.
Lieber Herr Riedweg, im Namen der Studierenden möchten wir Ihnen danken für Ihren Enthusiasmus, Ihre enorme Begeisterung und Ihre geradezu ansteckende Liebe für die Philologie. Empfangen Sie hiermit unseren Dank und unsere Glückwünsche. Gaben nicht genug, Christoph. Auch von anderer Seite werden dir noch Gaben zugeeignet. Und Lucius wird das nun hier übernehmen. Lieber Christoph, schon in der antiken Rhetorik wurde intensiv über die richtige Länge von Reden diskutiert. Ich halte mich auch hier an Sokrates oder Platon und suche das Präpon, das zum Anlass, zu dir, zum Publikum passt. Und bin mir bewusst, dass ich trotz vermuteter hoher Homogenität der Adressaten und Adressatinnen allein schon durch die Größe des Publikums Platons Vorschriften zur philosophischen Rhetorik gleich mehrfach verletze. Natürlich könnte ich nun nach den Empfehlungen von Aristoteles und Anaximenes zu einer ausufernden epideiktischen Rede ansetzen und mit dem Lob deiner Familie, deiner Herkunft, deiner Leistungen beginnen. Doch ich bin überzeugt, dass ich damit unweigerlich scheitern würde und daher halte ich mich zu deiner Charakterisierung an ein einfaches Trikolon, an dem wohl auch Gorgias seine Freude gehabt hätte. Philologos, Philomusos, Philanthropos. Deine großen Leistungen als Philologe sind unbestritten. Sie müssen hier vor wissendem Publikum nicht aufgezählt werden. Sei es im Bereich der Philosophie, sei es der Religion, sei es der Politik und Historiografie, sei es der Philologie selbst. Deine Beiträge und Forschungen bilden ein breites Spektrum ab, von der frühgriechischen Literatur über die frühe Neuzeit bis in die Postmoderne und darüber hinaus. Als ausgebildeter Organist, ebenso wie als Philologe, zeigst du stets ein feines Gespür für die Musenkunst. Und schließlich, gleichsam als Klimax, bist du ein wahrer Menschenfreund, immer interessiert am Austausch, an der Unterstützung, an der Förderung, an der Bildung, am Glück des anderen. Der heutige Tag hat erneut eine riesige und ansteckende Begeisterung für die Antike zum Ausdruck gebracht, von welcher du, seit ich dich kenne, immer getragen bist. Lieber Christoph, wir alle haben dir unermesslich viel zu verdanken. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, dir diesen Dank nicht nur ideell, sondern auch ganz materiell auszudrücken. Bevor wir wirklich zum Materiellen kommen, bin ich zuerst dran. Und wie wir es heute schon mehrmals gehört haben, warst du, lieber Christoph, nicht immer hier in Zürich tätig. Unter anderem warst du auch in Rom. Und dort hast du alle immer mit großer Freude und Begeisterung empfangen und immer mit einem Ausdruck, in Italiano ovviamente, «Siamo molto lieti di accogliervi». Damals hieß es «Siamo molto lieti di accogliervi in questa bellissima sala conferenza dell'Istituto Svizzero di Roma». Heute erlaube ich mir, deinen Satz leicht zu ändern. Oggi «Siamo molto lieti, caro Christoph, di accoglierti qui» nell'aula non meno bella dell'Università di Zurigo per festeggiare con te. Et nous sommes aussi heureux en français, cher Christophe, de t'offrir un cadeau,
on arrive au matériel, non seulement de notre part à Lutzus et à moi, également de la part de plusieurs de tes anciens doctorants, collègues et amis, dont un grand nombre sont ici présents. Tous se sont engagés avec un grand enthousiasme et tous te souhaitent tout le meilleur pour tous les jours, tous les mois et toutes les années qui suivront. Unter deinem Motto, Harin Pleisten. Das Buch kann anschließend im Lichthof gekauft werden und die Autorinnen und Autoren können dort ihr Freiexemplar abholen. Wir sind fast zum Ende gekommen mit dieser wunderbaren Feier zu deinen Ehren, lieber Christoph. Das Trikolon, wie Lucius gerade gesagt hat, zeigt, dass wir uns jetzt gegen Ende kurz fassen. Ich fasse mich eben auch kurz und danke noch einmal ganz herzlich im Namen des Seminars, dass Sie gekommen sind, dass Sie Christoph diese Ehre erwiesen haben und wünsche, ich denke auch in deinem Namen, ganz herzlich frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr, in dem wir dann hoffentlich auch viel wieder den Christoph sehen. Ich kann nur sagen, ich werde mit ihm durch Athen laufen und auf einer Exkursion. Ich werde aber auf ihn aufpassen, dass er nicht bei den Wechseltischen irgendjemanden anquatscht und fragt, was er denn genau weiß und ob er es wirklich weiß, was er da gerade gesagt hat. Und freue mich aber auf diese gemeinsame Exkursion. Ich schließe mit der Ankündigung eines Schlussakkords gleichsam, und zwar mit dem Klavier. Und zwar wird Lorenzo Rocchini mit dem ersten Satz der Klaviersonate Opus 101 von Ludwig van Beethoven uns sozusagen den Auszug versüßen, den Abschied, aber dann auch den Übergang, denn alles ist ja eine Übersetzung zum Apero. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend. Thank you.
Wie wunderbar, so fähige Schülerinnen und Schüler zu haben, die auch noch so toll Musik machen können. Ganz herzlichen Dank. Und ich bin natürlich allgemein einfach überwältigt von allem und möchte auch nicht mehr viele Worte sagen, sondern wirklich auch nur das Charin Playstand, von dem Gami gesprochen hat. Gratias Maximas für alle, für diese menschliche Wärme, die hier war, für die Sache, für die wir alle gemeinsam uns hier auch einsetzen und dafür kämpfen, auch für ein intellektuelles Niveau und Reflexion. Es war für mich ein wunderbarer Abschied. Ich könnte mir keinen schönen Abschied vorstellen. Massimo Rocchi auch mit seiner menschlichen Wärme, der das so wunderbar macht und uns auch noch so herrlich unterhalten hat. Dazu Sie alle, meine lieben Kollegen und Kolleginnen, Uli, alle, die gesprochen haben. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich will nur noch eines sagen, und das ist auch etwas, was ich häufig zitiert habe, auch schon in Rom, aber nicht bei jeder Veranstaltung. Aber ich bin eben auch noch Musiker, und jetzt hat der François Couperin hat am Schluss seiner Messe pour la Paroisse geschrieben: La Messe est dite, allons dîner. Und dieses Aperitif, dieser Aperitif ist unten im Lichthof bereit. Ganz herzlich willkommen.